Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr seid alle wohlauf. Heute gibt es wieder ein mega lässiges Produktvideo. Es geht wieder back to the roots. Heute ist das Thema wieder Laufschuhe. Ich möchte euch da zwei Modelle vorstellen von zwei unterschiedlichen Firmen, die eine gewisse Ähnlichkeit haben, ja, für die Sachen, für die ich es jetzt hernehme. Und zwar war es auch schon mal kurz versprochen, dass ich euch den New Balance Fuel Cell Prism vorstellen. Das ist quasi dieser Laufschuh von der Firma New Balance, ja. Und als Gegenstück dazu in der Verpackung den ASICS Nova Blast. Der schaut dann so aus, in so einer Farbe schwarz, dunkel, dunkelblau. So. Was haben die beiden Schuhe gemeinsam? Ja, sie schauen zwar optisch komplett anders aus, ja. Der eine ist doch ein bisschen wuchtiger, ne, und der andere ist ein bisschen legerer, sagen wir mal so. Aber sie haben eins gemeinsam, sie gehen mehr in die Sparte Geschwindigkeit, in die Sparte Schnelligkeit. Wenn man einen Schuh haben möchte, der was gut funktioniert, dann nimmt man diese zwei Marken für die Schnelligkeit her. Man kann auch langsam laufen, aber da bekommt man einfach nicht so dieses hundertprozentige Feeling, was der Schuh eigentlich hergeben kann. Ja. Bleiben wir kurz beim New Balance. Der ist schon ein bisschen gelaufen. Ich habe ihn schon getestet. Das ist jetzt Nova Blast. Ich hatte aber da auch das Vorgängermodell auch zum Test. Also ich kenne die Marke und das Modell. Daher wird er nicht irritieren lassen, dass das neu ist. Das Gefühl, das Feeling ist mir wohl bekannt. Genau. Was kann ich zu dem Schuh sagen? Ja, also ich bin das Modell damals noch nie gelaufen. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Modell gelaufen bin. Der Schuh hat eine Sprengung. Sprengung bedeutet hinten die Höhe, also vorne nach hinten, 6 mm. Ja, je weniger Sprengung ein Laufschuh hat, desto sportlicher wird er. Ja, und desto mehr kannst du auch dieses Mittelfuß, unter Anführungszeichen Vorfuß, diesen Laufstil ausführen, der dann interessant wird, wenn man vor allem schnell läuft, ja. Nichtsdestotrotz ist Mittelfußlaufen an und für sich auch einer der gesündesten Arten des Laufstiles. Die meisten von uns laufen jedoch auf der Ferse. Das bedeutet, man muss dann dementsprechend schauen, dass man hinten mehr Dämpfung hat und dementsprechend haben die meistens auch mehr Sprengung. Das nur kurz so als Background, was das Thema Sprengung ist, ja. Also 6 mm ist okay, ja, ist schon ein wenig in die sportliche Schiene rüber. Ich selber laufe mit den mega gerne Mittelfuß-Vorfuß. Du hast doch einen super Rebound-Effekt, du hast einen schönen Rückgewinnungseffekt von der Energie, also es ist auch spürbar, dass dich quasi bei jedem Landen die Energie wieder nach vorne schießt. Und was dieser Schuh hat, ist auch eine Unterstützung für Pronation. Pronation bedeutet nach innen knicken. Auch hier die meisten Läufer, Läuferinnen knicken nach innen. Ganz wenige knicken nach außen. Da gibt es keine Stütze. Das ist ein neutraler Schuh. Und bei diesem Schuh kann man auch die Stütze hier sehen. Wenn man es auch angreift, ja, ist es hier wesentlich härter und hier das Material ist wesentlich weicher. Also es ist auch oben ein bisschen Dämpfung und dann hinten. Ja. Ich selber habe einen Plattfuß. Für mich ist eine Pronationsstütze daher durchaus interessant. Kann man aber auch mit Muskulatur schön in den Griff bekommen. Also Plattfuß bedeutet nur, dass die Muskulatur unten im Fußgewölbe trainiert werden soll und muss. Und ich mache das natürlich auch. Genau, das zu dem Schuh. Das Gewicht, es ist recht leicht, gell? Vorne hast du auch genug Platz bei der Zehenkappe, kann eben auch einer laufen, der was ein bisschen einen breiteren Vorfuß hat. Was mir taugt, du hast trotzdem auch einen ferschen Halt und hier oben ist es weicher. Ja, das sind so kurz ein bisschen so ein paar Details zu dem Laufschuh. Zum Empfehlen, eben wie gesagt, für Läufer, die was Wettkämpfe laufen, die kurze Strecken laufen, die Intervalle oder Tempoläufe mit diesem Laufschuh machen wollen. Sportliche Läufer können damit natürlich genauso einen Marathon laufen, 100 Kilometer laufen, auch kein Problem. Wettkampf, ja, Geschwindigkeit. Und das Gleiche oder das Ähnliche geht es jetzt um diesen ASICS, um den Nova Blast. Der liegt preislich bei den meisten Händlern
bei 139,99. Wir beim Intersport Wininger haben wir auch, ja, auch um 139,99. Ja, der New Balance, der liegt, ich müsste jetzt lügen, der liegt glaube ich bei 120 Euro, aber in einer ähnlichen Preiskategorie, gell? Das ist jetzt auch das neue Modell, was wir bei Intersport Wininger haben, von der Farbe her. Ja. Der Schuh ist schon ein bisschen anders. Fakt Nummer 1 ist einmal, dass er mehr Sprengung hat, das heißt, der ist hinten höher, der hat 10 mm, ist, man könnte jetzt sagen, für Fersenläufer gedacht, ist auch, man kann als Fersenläufer kannst du ihn auch laufen, aber auch hier finde ich den als Mittelfußlaufschuh richtig gut, ja. Man spürt auch sehr, sehr gut die Energierückgewinnung, ja. Ob es jetzt ich könnte vielleicht sagen, ein bisschen mehr spürst du das beim ASICS als beim New Balance. Aber der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass er so weich ist, hier unten auch, ja, der ist schwammig, ja, Leute. Ich würde niemanden empfehlen, der was vom Gewicht her schwer ist. Da hast du einfach, der ist zu schwammig, glaubt mir das. Und jemand, der was sehr stark nach innen geht, also ich selber, wenn ich mit dem laufe, ich habe eine Laufanalyse bei uns gemacht beim Intersport Wininger, sitzt ja an der Quelle, drauf gestanden, meine Kollegen haben sich das angeschaut und man hat ja schon gesehen, ich meine, normal, ich gebe immer mir die Sportanlage rein mit der Stütze, aber ohne Stütze schaut das natürlich krass aus, da siehst du richtig, wie ich so reinknick, krass, was wird sich gleich der Fuß brechen. Also jemand, der was nach innen knickt, sollte sich die Stütze reingeben mit einer Einlage, ganz klar. Sportanlage, ganz wichtig, weil sonst knickst du die ganze Zeit innen wegen die Knie. Der Schuh ist eben auch für Mittelfuß-Vorfußläufer gedacht, weil er einfach so flexibel ist. Wäre wahrscheinlich eine Stütze noch verarbeitet, wäre es eh schon ein bisschen schwieriger, weil er dann dadurch ein bisschen steifer wird. Ich würde diesen Schuh genauso eher mal in diesen Kurzsprints, Intervallen einbauen. Ich würde den gar nicht so sehr für lange Läufe nehmen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt 30 Kilometer ganz langsam laufen, locker Grundlangausdauer, ja, ich finde, da geht zu 60% das Dämpfungsfeeling verloren. Ja, also man kann diesen Schuh nicht richtig rauskitzeln, was er eigentlich kann. Und daher würde ich den wirklich jedem empfehlen, der was Schnelles vorhat. Man spürt sofort die Energierückgewinnung. Am Anfang ist es ein bisschen eine Gewohnungssache. Ich habe am Anfang mich mit diesem Schuh überhaupt nicht auseinandersetzen können. Ich habe mir gedacht, mit denen kannst du nicht laufen. Ne? Natürlich, aber wie ich dann angefangen habe, kurze Strecken Sprints zu machen, bin ich auch meinen schnellen Zehner gelaufen mit 33 Minuten und 10 Sekunden im Training bei mir in La Salle. Und das war richtig schnell. Und das bin ich mit dem Schuh damals gelaufen. Ja? Also, der ist, also was die Geschwindigkeit angeht, trotzdem ganz, ganz top. Summa summarum, zwischen die zwei Marken und zwischen die zwei Modellen würde ich jetzt kurzes Fazit ziehen. Vom Halt her ist der New Balance führend, ja. Von der Energierückgewinnung ist der ASICS besser. Ja. Beide sind gut. Er ist auch eher für breite Vorfußläufer, also für breite Personengruppen gedacht, wie auch der New Balance. Sind beide sehr, sehr weich. Wie gesagt, der hat eine Stütze, der hat keine Stütze, weniger Sprengung, mehr Sprengung. Vom Gewicht her, ja, sind sehr ähnlich, obwohl der eine Stütze verarbeitet hat. Ja, also es kann sein, dass der vielleicht ums Gewändchen ein bisschen schwerer ist, der New Balance, aber ich habe, glaube ich, mal 200, 230 Gramm, 240 Gramm. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber er ist halt trotzdem auch noch sehr leicht, obwohl er die Stütze hat und der sowieso, obwohl der aber auch mehr Dämpfung wiederum hat. Ne? Dafür entfällt bei ihm die Stütze. Somit kommt so einigermaßen ins gleiche Feeling. Von der Größe her bin ich bei beiden bei 45, das heißt, ein, zwei Nummer größer müsste man normalerweise bei Sport schon eh rechnen, aber die zwei sind sehr, sehr ähnlich von der Länge geschnitten, gell? Passt. Das war mal so ein kurzer Überblick zwischen ASICS vs. New Balance, ja. Beide sehr, sehr gut, beide sehr zum Empfehlen. Und die nächsten Laufschuhe, die was ich euch präsentieren werde, gehen dann wieder in Richtung Amerika rüber. Da werden wir dann ein bisschen zu die Amerikaner schauen und uns einmal die Saucony ein bisschen näher führen. Ne? In diesem Sinne, bleibt's gesund. Euer Rainer Bredow. Tschüss.